Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. So träume und verschwinde ich. Liebesgedichte von Edip Chansemer, Cemal Süreya und Turbut Uya, herausgegeben und übersetzt von den Schriftstellerinnen Angelika Overath und Nursel Gülenas, herausgekommen im Mai 2020 im BTB Verlag. Auf dem ersten Blatt heißt es: Für alle, die Istanbul lieben, für alle, die lieben. Es ist sehr schwierig, eine Auswahl zu treffen der modernen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts, Literatur, die aus dem sogenannten Vorderen Orient kommt. Es ist eine so große Fülle an Büchern da, dass man sie gar nicht alle überblicken kann. Und ich musste eine Auswahl treffen. Und wir hatten noch nie über türkische Autoren und Autorinnen gesprochen. Und da fiel mir eben dieses kleine Büchlein in die Hände, was in der FAZ sehr gut besprochen worden ist. Und ich kann es Ihnen nur empfehlen. Es ist ganz handlich und klein, 121 Seiten, 10 Euro. Mit den wunderschönsten Liebesgedichten, die man sich nur vorstellen kann. Die drei Autoren sind drei Männer, haben gelebt eigentlich in der Zeit vor Erdogan. In einer Zeit, in der die Türkei einen sehr viel moderneren Kurs gefahren hat und sind in Deutschland relativ unbekannte Autoren, aber sie sind in der Türkei sehr bekannt. Sie haben wunderschöne Gedichte geschrieben. Cemal Süreya, 1931 bis 1990 hat er gelebt. Edip Chansemer, 1928 bis 1986. Und Turbut Uya, 1927 bis 1985. Wie gesagt, das war eine Zeit, in der die Türkei einen sehr, sehr modernen westlichen Weg eingeschlagen hat, vor allem eben auch die Hauptstadt Istanbul. Es ist eine Zeit, in der es noch möglich war, für Liebespaare in der Öffentlichkeit sich an den Händen zu halten, sich zu umarmen, in der man noch kaum Kopftücher in der Stadt gesehen hat, in der es die schlauchartigen langen Mäntel bei den Frauen nicht gegeben hat, sondern eine Zeit, in der die Frauen auch noch sehr kurze Röcke getragen haben und ihre Haare zu wunderbaren toupierten Frisuren hochgetürmt haben. Eine Zeit, die sehr viel der atatürkischen Kulturrevolution in den 20er Jahren verdankte. 1928 war die lateinische Schrift, das lateinische Alphabet in der Türkei eingeführt worden und hatte die arabische Schrift ersetzt. Gleichzeitig war es dann in den 30er Jahren zu einer Sprachreform gekommen und das hat einen tiefen Bruch mit der literarischen Vergangenheit des Osmanischen Imperiums bedeutet. Das Osmanische Imperium, das ja bis zum Ersten Weltkrieg dominant im Vorderen Orient war. Und nun wurden eben sehr viele persische und arabische Lehnworte durch neue türkische Worte ersetzt, Begriffe, die als genuin türkisch angesehen wurden. Das bedeutete aber auch durch den Wechsel der Schrift zum lateinischen Alphabet, dass die vor der atatürkischen Reichsgründung geschriebenen, auf Osmanisch, Arabisch geschriebenen Texte für die nachfolgende Generationen des 20. und 21. Jahrhunderts unlesbar geworden waren. Und dadurch ist natürlich sehr viel verloren gegangen und auch Übertragungen in das Türkische aus dem Osmanischen sind auf Kosten der sprachlichen Authentizität gegangen. Nun hatten wir ein sozusagen progressives, gereinigtes Türkisch
Und im Unterschied zu der alten osmanischen Sprache und den alten osmanischen Texten, die nun auch eben in der Moderne des 20. Jahrhunderts als rückwärtsgewandt betrachtet wurden. Man wollte modern und wollte westlich sein und eigentlich erst in der letzten Zeit, eben auch in der erdoganischen Ära, ist man dann zurückgegangen zur alten osmanischen Zeit und versucht da wieder anzuknüpfen. Es ist eine Liebeslyrik, die in diesem Bändchen veröffentlicht wurde. Und ich zitiere Karen Krüger, die eine Rezension in der FAZ im Mai geschrieben hat, im Mai dieses Jahres. Also eine zweisprachige Anthologie. Einmal links das Türkisch und einmal rechts eine deutsche Übersetzung von Overath und eben Gülenas Krüger. Es ist eine kleine Sensation, die auch als Unterstützung der Demokratiebewegung in der Türkei gelesen werden kann. Für deren Anhänger ist das Werk der drei Dichter, das sich nicht auf Liebeslyrik beschränkt, nämlich weitaus mehr als großartige Poesie. Während die Polizei sie im Gezi-Park 2013 mit Tränengas beschoss, skandierten die Aktivisten: „Wir sind Verse von Turbut Uya", als Ausdruck ihrer Sehnsucht nach einer Welt ohne autoritär-politische Bevormundung. Die drei Autoren waren auch Freunde. Geboren in der Anfangszeit der Türkischen Republik, hatten die Studentenproteste der 60er Jahre mitbekommen, drei Militärputsche. Sie waren alle gestorben, bevor die AKP die Macht in der Türkei übernommen hat. Und sie haben ihre Liebesbeziehungen sehr, sehr offen gelebt. Sie haben sich sehr viele Freiheiten herausgenommen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und alle drei Freunde vereinte noch ein Gefühl. Sie liebten nämlich alle drei die 2003 verstorbene Schriftstellerin und Journalistin Tomris Uyar. Süreyya verließ für sie seine Familie, Uyar heiratete sie und ließ sich später wieder von ihr scheiden. Kanzimer schrieb ihr zum Geburtstag immer ein Gedicht. Und alle drei Autoren liebten sie und sie liebten Istanbul. In dem Vorwort zu diesem kleinen Bändchen wird ein Dialog der drei Schriftsteller wiedergegeben. Und der ist sehr witzig und lautet folgendermaßen: „Edip Cansemer, ich brachte Cemal das Trinken bei. Cemal Süreya, ich brachte Edip bei, Gedichte zu schreiben. Turbut Uya. Und während sich die beiden mit solchen Dingen beschäftigten, heiratete ich Tomris." Die drei Autoren gründeten die Dichtergruppe Zweite Neue, İkinci Yeni. Das war Mitte der 50er Jahre. Und diese Gruppe, die anschloss an eine Erste Neue, zeichnete sich aus durch große Modernität. Und diese Modernität zeichnete sich aus durch ausgefallene Wortschöpfungen, durch agrammatische Grenzüberschreitungen und thematische Tabubrüche. Ich folge hier der Rezension in der FAZ und auch eben dem Vorwort in diesem kleinen Bändchen. Diese zweite Neue bedeutete eine Revolution für die türkische Lyrik. Und sie war ein wirklicher Vorstoß, eine Revolution, weil sie wegführte von der ornamentalen Divandichtung der Zeit vor Atatürk. Unter Atatürk rezipierten die modernen türkischen Autoren die französische und vor allem auch die russische Literatur, wie sie gleich auch an den Lebensläufen
der drei Autoren sehen werden. Wichtig waren dann Texte von Nazım Hikmet und Orhan Veli Kanik, die einen großen Einfluss auf diese drei Autoren darstellen. Und das Thema der zweiten neun, das war die offen gelebte Sexualität, das Trinken von Alkohol, Einsamkeit und Melancholie und auch der Selbstmord. Jetzt in der Türkei ist zu beobachten, dass die Auflagen der Bücher der zweiten neun ins Unermessliche steigen. Und viele Gedichtzeilen dieser Lyriker werden, so heißt es, im Moment in Istanbul an die Wände geschrieben, an Strommasten, Brückenpfeiler, sie werden ins Netz gestellt. Man bekennt sich zu dieser modernen Welt, die diese drei Autoren vertreten haben. Ich erzähle Ihnen jetzt ein wenig von diesen drei Autoren im Einzelnen. Edip Cansemir, 1928 bis 1986 hat er gelebt. Der Vater war bei der Luftwaffe gewesen und dann Händler, und die Familie war zu kleinem Wohlstand gekommen, eben auch durch den Teppichhandel in Istanbul. Fünf Kinder, eine überforderte Mutter, ein sehr hungriger kleiner Edip, der in die Schule ging und im Zweiten Weltkrieg monatelang dann in einem anatolischen Dorf verbrachte, in dem Dorf, woher der Vater stammt. Er lebte dort das Landleben, schrieb dann mit 10 Jahren seine ersten Gedichte, in einer Kinderzeitschrift wurden sie veröffentlicht, und war mit 15 Jahren zum ersten Mal in einem Bordell. Er ging ins Gymnasium, die griechischen Klassiker hatten es ihm angetan, er ging in die Handelsschule, brach sie ab und arbeitete dann für den Vater im Teppichhandel. Die französische Literatur interessierte ihn besonders. Mit 19 Jahren heiratete er, war mit 20 Vater, verkaufte Teppiche und führte ein Doppelleben eben nebenher als Autor und Lyriker. Er lernte die beiden anderen Autoren kennen, die in diesem Bändchen vertreten sind. Und vor allem dann ab Mitte seiner 20er Jahre publizierte er sehr viel in der Türkei. Insgesamt 19 Lyrikbände sind erschienen. Nebenher eben immer als Teppichhändler tätig. 1954 hat es einen großen Brand im großen Basar von Istanbul gegeben und der hat sehr viele Geschäfte zerstört, eben auch das Teppichgeschäft seines Vaters und damit seine Einkünfte. Er hat dann einen Antiquitätenladen mit einem Freund aufgemacht und der hat gesagt, ich stelle dich frei, du kannst vor allem deine Gedichte schreiben. Und da sind dann sehr viele neue Gedichtbände auch entstanden. Ab 1976 hat er dann nur noch Gedichte geschrieben und musste nicht mehr geschäftlich tätig sein. 1986 im Frühling ist er gestorben an einer Hirnblutung. Und seine Frau hat über ihn folgende schöne Zeilen geschrieben. Er war immer ein Istanbul-Poet. Ein Poet der alten Viertel, der Blumenpassage, der Wasser und der Möwen. Ich lese Ihnen ein Gedicht von Cansemir vor, das heißt von den Tagen. Von den Tagen. Ja, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. So träume und verschwinde ich. Ich verschwinde und in meinem Versunkensein eine Stadt, eine Mauer und auch du,
in herbstlicher Haltung die Freunde, alle Freunde sind drinnen. Eine Stadt, ein Gesicht, tausend Gesichter, eine Stadt. Ist es weiß, weißer, so sehr weiß? Das alles frage ich mich, so wie ich nach einer Adresse frage, meiner Melancholie, meinem Herzen, meiner Kälte, bin ich ein von der Zukunft übrig gebliebener Glücklicher. Ich bin ein voller Angst aus der Zukunft zurückkehrender Glücklicher. Hör mal diese kleine Stimme der Welt, schau meine Hände an, die einen Zweig, eine Decke, ein Meer halten, das von den Minzen, den Pelargonien, den Lindenblüten kommende Dasein der Liebespaare, das du nicht verstehst, gibt es doch. Wie auch der Name einer Person, deren Gesicht du von weitem nicht erkennen kannst, der Name deines liebsten Dichters ist. Nun fragst du, du lachst, lach doch, warum sollst du nicht lachen? Wenn du weinen willst, dann weine eben. Während du so zum einen lachen, zum einen weinen wirst, erreicht ein Stück geschälte Quitte, das sich in kochendem Wasser rötet, mein Auge. Mein Wort, mein Lied, mein Empfinden, in der Trauer vereinigen sich alle Gesichter, und vergiss nicht, das ist nötig. In einem anderen Blick gibt es die Himmel, die sind gerade, es gibt die Schwärme der Vögel, die sind schief, und die Welt derer, die einmal dich, einmal deine Fesseln anschauen, gibt es. Egal, ob du sie mit den scheuen, die Küsten schlagenden Wassern vergleichst oder mit den ganz langsam brennenden Blätterhaufen. Verstehst du? Freilich verstehst du. Egal, was du machst, es gilt das Ungenügen. Du fragst nach diesem Blau, dem Blau, das sich ausbreitet von meinen Augen über mein Gesicht. Blau ist keine Farbe, blau ist eine Laune meines Wesens und mein Ungenügen. Und das Ungenügen aller, vielleicht wird man eine Zeit lang sagen, und man wird sagen, was heißt an einen frühen Nachabend denken, denn anderes als an einen frühen Abend denken. Ich bin ein Glücklicher, der sich schämend aus der Zukunft zurückkehrt. Und ihr, o frühe Abende, die kommen, ohne auf ihre Zeit zu warten. Edip Jansemer von den Tagen. Der nächste Autor, der in diesem Büchlein publiziert wurde, ist Cemal Süreya, 1931 bis 1990 hat er gelebt. Geboren wurde er in Ostanatolien, in einem Ort in der Provinz Tunceli. Der Vater war ein kurdischer Alevit, die Mutter eine Sasa, eine Kurdin, der Bevölkerungsgruppe der Sasa angehörig. Die Mutter ist früh verstorben, er hat sie sehr geliebt und Vogel meines Herzens genannt, der Autor. Er hatte den Kurdenaufstand 1937-38 mit wohl über 13.000 Toten miterlebt. Und danach wurde seine Familie umgesiedelt nach Bilecik. Der Sohn kam zu Verwandten nach Istanbul, ging dort auf die Schule und lernte schon damals Dostojewski kennen. Also, wie ich vorhin schon sagte, einen russischen Autor, russischen Autoren, die eben für die türkischen Autoren wichtig geworden sind. Er kam dann zurück nach Bilecik, er ging auf die Mittelschule und hatte wohl eine sehr hartherzige Stiefmutter, unter der er sehr gelitten hat. Damals lernte er seine erste Frau Senia kennen, Seniha, so heißt es wohl, und hat seinen Zusatznamen Süreya angenommen, ein Name, der ursprünglich arabisch die Sterngruppe
der Plejaden bezeichnet. Er hat dann ein Stipendium an ein Gymnasium in Istanbul bekommen, einen Platz im Internat und damit entging er endgültig den Fängen seiner bösen Stiefmutter. Studierte dann in Ankara Politikwissenschaft, Finanzen, Ökonomie, heiratete, bekam eine Tochter und war dann ab 1955 im Finanzministerium tätig als Beamter. Er hat Gedichte geschrieben, kam in Dichterkreise hinein, war Beamter und Poet und liebte die Stadt Istanbul. Er hat über die Stadt Folgendes gesagt: Istanbul ist nicht wie eine Stadt. Sie ist wie ein Tier, das einen Geruch hat, wenn es regnet. 1957 ist sein Vater gestorben. 1958 hat er seinen ersten Gedichtband herausgegeben und der ist zum Programm dieser Bewegung der Neuen Zweiten geworden. Poesie und Leben, Erotik, das war sein Thema. Syria war fünfmal verheiratet, zweimal mit der Schriftstellerin Suhal Tekanat. Zwischendrin lebte er mit Tomris Uya zusammen, die sich wegen ihm scheiden ließ, wie er sich eben von seiner ersten Frau wegen ihr hat scheiden lassen. Seine letzte Frau war Buchhändlerin und kümmerte sich um alles in seinem Leben, das in den letzten Jahren sehr schwierig geworden war. Syria wurde Alkoholiker, man kann es nicht anders nennen, wohl auch aus Kummer über seinen Sohn aus erster Ehe, der ein Krimineller geworden war. Er starb im Januar 1990 an Zuckerkoma, Lungenentzündung und Herzversagen. Ich lese Ihnen das Gedicht Liebe von ihm vor. Augenblick. So, hier. Demal Syria, Liebe. Jetzt also gehst du, gehe. Und deine Augen, sie gehen auch, sie sollen gehen. Dabei kann ich nichts machen ohne deine Augen, du weißt das. Dabei, mein Gott, sind wir heute doch heiter aufgewacht. Das erste Aufschlagen unserer Augen war Liebe. Nur, dass ein Vogel landete auf meinen Fingern und hat lange gesungen. Ein sich Lieben kam und ging nicht wieder fort. Es gab in all den Gestern nicht diese Anmut des Vorgestern, als ob es sie nie gegeben hätte. Dabei klopfte mein Herz da ganz nah, da in deinen Augen, ungepflegt blau, in schönen Worten alle Istanbule. Da vermehrte sich dein Fleisch bei jedem Berühren deiner Worte, deiner Welten, so korrigierend, so ordnend war das Lieben, dass, als es auf die Karakolbrücke regnete, sich der Himmel durch zwei geteilt hätte, wäre ihm das erlaubt, denn wir waren zwei. Dabei reichte ein Glas Wasser, um deine Haare zu befeuchten, eine Scheibe Brot und ein, zwei Oliven, und wir wurden satt. Wenn ich dich einmal küsse, bin ich herzlos zu der Zwei. Wenn ich mir sage, ich küsse zweimal, lässt die Drei den Kopf hängen. Da, wo dein Gesicht endet und dein Körper beginnt, waren deine Brüste. Deine Brüste waren heldenhaft. Und dann, danke, es geht uns wunderbar. Demal Syria. Der letzte Autor, Turgut Uya, 1927 geboren, 1985 gestorben, in Ankara geboren als fünftes Kind von sechs Kindern. Das Elternhaus von Uya war kunstoffen, man liebte die Musik,
Der Vater war ein Kalligraph und Offizier, der offiziell für die Vermessung von Landkarten zuständig war und sehr viel reisen musste. Der Sohn sehnte sich nach ihm, als er ein kleines Kind war. Als der Vater pensioniert wurde, zog die Familie nach Istanbul. Der Sohn ging auf die Schulen, musste dann eine Militärschule, Militärinternate hinter sich bringen, in Konya und in Bursa. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen, er war sehr unglücklich. Später wurde er dann auch noch Armeebeamter an der georgischen Grenze und dieser Dienst hat ihn, wie gesagt, überhaupt nicht glücklich gemacht. Mit 31 konnte er den Militärdienst quittieren und arbeitete dann in einem Büro einer Zellulose- und Papierfabrik in Ankara. Heiraten tat er mit 18, mit 19 war er Vater. Er lebte in einer Fernehe mit seiner Frau und das Paar entfremdete sich immer mehr. Er ließ sich scheiden. 1967 zieht er dann nach Istanbul und nimmt seine Kinder mit. Dort lernt er Tomris kennen, heiratet sie, bekommt einen Sohn und ja, wie gesagt, liebt sie diese Schriftstellerin sehr. Schon als Schüler schreibt er Gedichte und ist dann sehr früh, schon ab den 50ern, ein gefeierter Autor in der Türkei. Er erlebt die Industrialisierung der Türkei auch als Erschütterung der alten Werte, eine Erschütterung, die ihn traurig macht. Und er trank unmäßig. Freunde haben über ihn gesagt, dass er in der Liebe und im Trinken nie das rechte Maß gehalten habe. Er ist dann am 22. August 1982 an Leberzirrhose gestorben. Ich lese Ihnen das Gedicht »Weißt du es?« vor. Turbut Uya, weißt du es? Weißt du es, ich habe genug vom Schreiben dieser Liebesgedichte. Eines Tages habe ich nur mal eben draufgeschaut. Alle Gedichte, die ich geschrieben habe, sind so eine Erschütterung. Was ist das? Nochmal 30 Liebesgedichte. Ich habe mir nie Vorwürfe gemacht. Aber warum soll ich mit dem Fieberthermometer unter die Achsel stecken, wenn ich ohnehin Fieber habe, du Minenäugige? Denn Liebe ist ein Vorwurf, wenn sie nicht bis zum Ende gelebt, wenn nicht in einem Glas Bier ein neues Meer und Regen in einem alten Meer eine neue Insel erlebt worden ist. Sagen wir, ich ging von Galata nach Afrika, die Piraten, die Könige und manche Länder und alle Minen und mein eigenes Ende schienen mir am Ende nicht gut. Keine Art von Mine. Mit vielen Papieren in meiner Hand habe ich mich vorbereitet. Lesen Sie dieses kleine Bändchen, so träume und verschwinde ich, türkische Liebesgedichte von Edip Cansemer, Cemal Süreya und Turbut Uya, übersetzt von Angelika Overath und Nursel Güneläs. Ich empfehle es Ihnen.